Hallo liebe Freunde des gepflegten Strategiespiels, herzlich willkommen zurück zu Egozone spielt Civilization 5. Wir haben in der letzten Folge uns erfolgreich gegen den Aggressor Japan verteidigt und seine Stadt Osaka eingenommen. Wir gehen außerdem weiter nach Kyoto und wenn wir da eh schon auf dem Weg sind, ist Tokio auch nicht mehr weit. Ich bin mir nicht sicher, ob Japan noch weitere Städte hat, möchte aber nur ungern hier Tokio weiter am Laufen halten. Geopolitisch, strategisch wäre es auch nicht, wäre es auch super spannend, hier Ulundi, wenn ich das richtig sehe, auch mal hier mit am Start zu haben. Ich kann mich an keinen Let's Play erinnern, wo ich mal ein Naturwunder meinen eigen genannt habe. Von daher machen wir das. Der nächste Impi ist ready. Wir nehmen die Büffelbrust, das ist klar. Die Brücke über den Fluss ist gebaut. Soweit, so gut. Noch 4 Runden bis zum nächsten Impi. Und jetzt ist die Frage, ob manchmal wieder... Karawane. Frachter. Nee, wir brauchen einen Bogenschützen, den wir dann bald in einen Armbrustschützen upgraden, um dann noch zukunftsfähig zu sein. Für die Eroberung Kyotos werden wir genauso vorgehen wie zuvor. Auch gönnen uns aber erstmal noch eine Heilungspause, die eine brauchen. Wir gehen so weit nach vorne, wie es uns möglich ist, ohne von der Stadt angegriffen zu werden. Heilen in der Stadt. Hier können wir uns vor der Stadt positionieren. Haben hier nicht die Möglichkeit. Wir könnten heilen. Wie viel brauchst du? 25. Wir können jetzt. Ach, komm. Wir gehen hier vor. Die ideale Position für unsere Katapulte wäre schon hier und hier. Und dann zack und zack und zack und zack, ne? Ja, so machen wir es auch. Da müssen wir hier einmal switchen und da musst du hier warten. Eins weiter. Großer General ist auch am Start. Wie heißt er denn überhaupt? Pyrrhus. Oder Pyrrhus. Katapult kann weiter abgegradet werden. Dann sieht das doch gut aus. Sie machen nichts. Dieser Kompositbogenschütze wird ja bleiben. Die Armee müsste jetzt auch quasi gegessen sein. Da dürfte jetzt nichts mehr kommen. Wir dürfen jetzt nicht irgendwie plötzlich böse überrascht werden. Deswegen können wir auch direkt dorthin mit unseren Katapulten schon mal gut die Position einnehmen. Hier auf den Hügel rufen. Ne? Wir gehen hier ins rüber, um uns ihn wegzusnacken, wenn möglich. Es ist nicht möglich, mit dir hier hinzugehen. Und gut, das können wir hier drüben besser gebrauchen. Der Großgeneral gibt hier allen seinen Bonus mit. Ihr wartet noch. So, jetzt ist hier auch ein Kompositbogenschütze erschienen. Wir haben keine Einheit verloren. Wir sind nicht angegriffen worden. Ach, das ist der Kompositbogenschütze, der erst hier stand. Aber Kyoto muss doch eine Stadt angegriffen haben. Irgendwas ist hier übrigens passiert. Religion, Schmeligion. Große Leuchtturm von Caesar vollendet. Osaka hat Religion angenommen. Und Leuchtturm ist egal. So, wir könnten hier nicht rüber. Nun gut, nun gut. Erstmal. Ah, jetzt, sie haben es aufs Katapult abgesehen. Smart. Was wir machen, ist plündern. Und trotzdem in Stellung gehen. Das ist die Frage. Was wir auf jeden Fall machen, ist hier in Stellung gehen. Kyoto. Hier müssen wir eigentlich rein, ne? Und das können wir auch. Wir gehen eins weiter hier rüber. Wir gehen hier hin, dann können wir in der nächsten Runde angreifen. Wir ziehen ihn zurück. Das ist mir zu risky. Sehen hier oben noch ein Kompositbogenschützen? Ey, wir können ja so viel wegsnacken an gegnerischen Einheiten. Wir müssen hier so gut positionieren. Das gefällt. Die Pferde werden wir nicht plündern müssen, weil
sie keine Reiter haben. Wo sind denn unsere Bauarbeiter? Die können doch jetzt hier mal die Straße bauen. Und für Reparaturen sorgen. Genau. Fürus würde hier allen seinen Bonus geben können. Und das ist auch der einzige Punkt. Ja, er kann nicht angreifen und sich bewegen. Nur eins von beiden. Von daher passt das. Reich und zufrieden, minus 8%. Wegen wegen der Unzufriedenheit, dass niemand kauft. Wir haben hier mit dem Impi jetzt wieder die Einheit gesehen, die er angreift. Er geht raus, um ihn zu retten. Muss er wissen. Können wir... Wir können die Stadt einnehmen, wenn wir mit den drei Impi angreifen. Oder vier. Stadtansicht. Bibliothek. Aber es ist ja die Hauptstadt. Da machen wir schon eine Marionette draus. Irgendwie traurig, dass in der Hauptstadt es nicht wirklich mehr gibt, als das, was wir hier sehen. Nun gut. Weiter heilen. Heilen. Dort bleiben. Dort bleiben. Einheit befördern. Büffelbrust. Ganz klar. Und Tokio noch mitnehmen. Da bin ich glücklich. Wir können direkt die Straße bauen. Ich sehe, ihr bewundert meine neuen Damas. Oder Silber. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Und offene Grenzen treffen dazu. Wir eine Abmachung. Will sie nicht. Gewiss nicht. Ich sehe, ihr bewundert meine neuen Damas. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Treffen wir eine Abmachung. Was ist los, Maria? Wir lehnen ab. Warum bist du so? Warum bist du so zu mir so böse? Nun gut. Als nächstes noch ein Fracht. Minus 12. Ganz gut. Ganz gut. Wir bleiben hier in Hauptstadtnähe. Da wird es bestimmt baldigst zu Aufständigen kommen. Und das wollen wir vermeiden. Haben wir hier gewonnen? Ja, haben wir. Sehr gut. Wieder Erfahrungspunkte gesammelt. Können wir hier irgendwie was dagegen machen? Ne, wir haben ja schon Circus Maximus. Brauchen noch ein Kolosseum. Das wäre ein Ding. Markt. Ein Kolosseum. Ja. Ja, ja. Offenes Geländefeld. Und hier ist immer ganz gut aufgestellt. Wir schauen uns ein bisschen um hier. Sehen das mal. Nichts sehen, was uns wiederum sehr gefällt. Heilen. Kommen Sie, den Bogenschütze. Bleibt genau dort, wo er ist. Heilen. Und sind in der nächsten Runde. Ich sehe, ihr bewundert meinen neuen Damast. Soll keiner sagen, ich sei eine ungerechte Frau. Haben wir diesen Treffen Trick wir eine Abmachung? Nicht gerade eben gemacht? Gewiss nicht. Gewiss nicht? Nun gut. Wir sind auf Rang 3 gesprungen übrigens. Soweit so gut. Wir werden auch hier uns besser positionieren. Jetzt sag nicht, dass du einmal hier drumherum bist, ne? Da bist du bis zu Rom gekommen und bist den ganzen Weg wieder zurück. Wow. Und hier kommst du nicht weiter. Ja. Handel. Offene Grenzen vorschlagen. Was gibt mir Pferde? Zwei. Ich gebe dir ein Pferd. Nee, ich gebe dir zwei Pferde. Ist okay. Ich kann auf sie verzichten gerade. Und dann haben wir nämlich wieder hier wieder unser Schiffchen und können hier oben auch ein bisschen rumfahren. Bis nach Kyoto. Wir haben jetzt vom Coast to Coast die Möglichkeit, unsere Schiffe fahren zu lassen. Kann auch nicht jeder von sich behaupten. Das Barbarenlager ist weg. Und was ich gerne sehen würde, ist Mouse over. Genau, Uluru, nicht Ulundi. Für viel Glauben, ja, kann man mal machen. Heilen, heilen, heilen.
Right. Hier mit dir gehe ich auch zurück, weil die Aufständigen warten nicht lange. Oder sind sie schon? Schwertkämpfer sind es geworden. Wir konzentrieren uns auf die Auslöschung einen der Schwertkämpfer. Tipptopp. Da haben wir noch einen anderen. Der macht sich über einen Stein her. Aber ist jetzt auch schon geschwächt. Hier machen wir Platz. Hier gehen wir in Position. Nehmen dich mit. Nehmen dich mit. Warten hier kurz. Können hier vorbeischlawenzeln. Sind hier ready für den letzten großen Angriff. Führen noch eine Politik ein. Wirtschaft, Erkundung, Frömmigkeit, Patronat, Ästhetik, Erkundung, verbesserte Fähigkeit über Ozeane auszudehnen. Produktion und Küstenstädten, plus eine Zufriedenheit für Hafen, Seehafen oder Leuchtturm. Ist eigentlich auch nicht verkehrt. Fast alle unsere Städte sind maritim. Für den Hafen, Seehafen oder Leuchtturm. Plus wir können all eure Seehandel. Es ist also dafür, dass wir eigentlich zu Land alles hier erobern, sind wir überraschend maritim. Wirtschaft ist natürlich auch klar, immer gut. Goldertrag nach Hauptstadt 25%. Schaltet Big Ben frei. Landsknechte wollen wir nicht kaufen. Landhandelswege sind, haben wir nicht. Händler, Kauf von Objekten. Plus 2 Zufriedenheit, da steht es Luxusgut. Das ist natürlich Killer. Und zu guter Letzt Handelsposten plus 1. Ich glaube, da haben wir hier schneller und mehr was von. Wir nehmen die Erkundung, finde ich richtig gut. Friedensvertrag, 10 Runden. Ich weiß nicht. Bin schon ein bisschen böse noch, dass du mir den Krieg erklärt hast. Deshalb werde ich leider weiterhin gegen dich kämpfen müssen. Bei minus 10 sind wir jetzt. Wir haben beide mit der Hauptstadt verbunden und können hier reparieren und lassen dich nach wie vor hier stehen. Ich möchte auf Nummer sicher gehen. Du wirst dahin gehen, während wir zu guter Letzt Tokio Hallo sagen. Hallo Tokio. Oh, Handelsweg. Lässt sich der plündern. Einmal hätte ich gerne Handelsweg geplündert. Schauen wir mal. Gut, wir warten hier. Und in der nächsten Runde sollten wir jetzt hoffentlich ohne den Verlust von weiteren Einheiten. Ah, wir haben den Handelsweg automatisch geplündert. 100 Gold gekriegt. Nice. Können einen Frachter schicken. Wieder nach Tikal. Gibt auch am meisten Gold. In Ulundi haben wir einen Kompositbogenschützen gebaut. Nee, der ist einfach nur von den Kampfhandlungen noch ready. Und Speerwurf, Büffelhörner, Büffelbrust. Und das hier ist Büffellenden. Wie gut ist das? Ach, ich wusste gar nicht, dass das aufeinander. Da ist er noch viel mehr. Plus 1 Fortbewegung. Wow. Wow. Heilen. Und ja, ist die Frage, ne? Er war jetzt in der Lage, weniger als 50 Trefferpunkte durchzuführen. Aber mit den ganzen Einheiten, die wir hier haben, müssen wir eigentlich in dieser Runde schon Tokio einnehmen können. Deswegen probiert dein Glück. Oh, Sochika. Hä? Quatsch. Auf Wiedersehen. Ja, okay. Statt die Stadt anzugreifen, sind wir in den Diplomatie-Modus gegangen. Kann schon mal passieren, dass statt Kugeln Wörter fliegen. 1, 2, 3 und 4. Yoga mitometai besiegt. Auf Wiedersehen. So, Stadtansicht. Wir haben eine Werkstatt und eine Bibliothek. Es wird halt unnormal viel Unzufriedenheit geben. Und so gern ich dieses Naturwunder hätte, ist es halt. Es ist halt Glauben. Ne? Eisen braucht man nicht hier unten. Wir vernichten die Stadt. Das heißt, die Stadt wird die Zufriedenheit um 8 erhöhen. Die Zufriedenheit wird die Drohne um 1 abnehmen. Boah.
Wenn ich das immer steigt die Unzufriedenheit um 5. Bei minus 6 sind wir jetzt. Aha. Statt agitieren schon um 8. Statt Ansicht. Ist sie von strategischer Bedeutung? Wir haben hier mit Elfenbein eine Luxusressource, die wir vorher noch nicht hatten, oder? Örtliche Ressourcen. Dann 2 Krabben, 2 Elfenbein, ganz viel Elfenbein. Das brauchen wir echt nicht. Ansonsten ist es halt so mitten im Nirgendwo, ne? Wüste. Klar, hier sind 4 Eisen. Hier sind 6 Glauben. Nee. Nö, die Stadt wollen wir nicht haben. Wir vernichten sie. Wir vernichten Tokio. Aber das dauert ja auch nur 2 Runden, wenn ich das richtig sehe. Während denen wir hier Zeug reparieren können. Pikinia, wo kommt der her? Der wurde und der muss uns geschenkt worden sein von einem der Stadtstaaten, die uns verehren. Dafür, dass man hier so richtig gut spielen. Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Jetzt ist nur die Frage, wohin? Wollen wir Palenque einnehmen und dann runter nach Wien oder was? Tikal können wir schon einnehmen. Krabben, Weizen. Es ist ja die logische Erweiterung unserer Städte, wenn wir hier rüber gehen. Was halt noch nice wäre, ist Salz. Weil Salz haben wir aktuell noch nicht. Marmor auch noch nicht. Und da oben irgendwann mal, wenn man mit der Zufriedenheit wieder klarkommen, einen Siedler zu bauen, das wär's. Aber die Kalle muss sein, auch im Hinblick darauf, dass es ja Zucker gibt. Zucker haben wir auch noch nicht. Ja, das machen wir. Das ist eine Stadt am Fluss, das ist eine Stadt am Meer. Die nehmen wir mit. Da gehen wir hin. Da fühlen wir uns wohl. Das machen wir. Oh, denunzieren. War wohl nicht das smarteste Move, kompletten Zivilisationen auszulöschen. Krakatau. Oh, sehr schön. Sehr schön. Wo ist das? 5 Wissenschaft. Hier unten. Komm mal da hin. Da kommen wir irgendwie hin. Nächste Runde. Schauen wir uns das mal an. Der eine Zufriedenheitspunkt war jetzt natürlich auch Gold wert. Tokio. Vernichtung beenden. Nö. Produktion wählen. Ach so. Ich mag vielleicht lieber die Einheit rausholen. Heilen, heilen, heilen. Wie wäre es, wenn wir uns mal anschauen, was hier im Nebel liegt? Vielleicht gibt es da ja noch was, was nicht nur Berge sind. Tokio brennt. Achso, ich muss mich jetzt für was entscheiden, oder wie? Okay. Heilen. Und noch eine Förderung. Hat schon Triple, Büffelbrust, Büffellenden, Speerwurf, Büffelhörner, ne? Offenes Geländefeld. Büffellenden, sehr gerne. Und hier ist es soweit alles schon ausgebaut. Wir haben aufs Plündern verzichtet. Da sind wir ausgebaut. Wir können halt hier noch ein paar Bauernhöfe bauen. Das schon. Wir wissen immer noch nicht, was hier hinter steckt. Heilen. Und runter nach Tikal. Ja. Schwertkämpfer. Da kommt. Woher denn? Das Ding ist halt auch, die kosten ja Geld, ne? Klar, jetzt sind wir wieder bei plus 8, aber musst du auch erstmal dir leisten können. Wir schauen uns an, womit wir es in Tikal zu tun haben. Speerschleuderer. Ja. Kein Problem. Wir werden denunzieren, vom einen nach dem anderen. Ja, gut. So lange dürfte es nicht dauern. Wir sind unter 10 Unzufriedenheit gelandet. Sehr schön. Langsam wird's. Langsam wird's wieder. Du bist auch am Heilen und du kommst hier dazu. Heilen, heilen. Ihr beiden geht erforschen. Und hier auch, wieso hat er hier eine Stadt gegründet? Da ist ein Fluss. Ah gut, von Prag zu nah vielleicht. Hm. Hier ist ein Naturwunder. Hat er nicht mitgenommen. Schon weird.
Und hier ist soweit auch alles ausgebaut. Kannst auch nur hier noch Bauernhöfe bauen, ne? Handelsposten? Ne. Für mich nur Bauernhöfe. Fürs. Bleib da. Du bleibst auch da. Nächste Runde. Wenn bewirtschaftet, plus 5 Wissenschaft. Sehr gut. Ja, die Stadt will ich sehen. Aber immerhin haben wir es entdeckt. In unserer Hauptstadt hätte ich gern den Circus Maximus. Da müssen wir auch noch eine Runde warten. Deswegen machen wir doch was, was eine Runde dauert. Ein Späher. Oder noch ein Frachter. Aber den können wir auch kaufen für 480 Gold. Ja. Oder halt die Karawane. Nee, lieber ein Frachter. Bringt mehr. Langfristig auch. Und dann 4 Runden für die Bibliothek. Danach Circus Maximus. Dann haben wir es doch. Bauernhof. Das ist klar. Der Schwerti geht hier hin. Das ist gar nicht so einfach hier, ne? Wir können hier uns positionieren. Wir können uns hier positionieren, aber erstmal heilen. Und wir entdecken, dass wir nichts entdecken. Wir wissen, dass wir nichts wissen. Und das ist unser großer Vorteil. So sieht es nämlich aus. Wachstum der Grenzen. So, Circus Maximus. 19 Runden, aber ich glaube, das ist halt dann doch erforderlich, um so ein Weltreich wie das unsere irgendwie am Laufen zu halten. Und hier oben haben wir fast alles fertig. Okay, dann können wir uns hier zurückziehen. Frachter haben wir gekauft. Der fährt nach Buenos Aires und nach Kuala Lumpur. Da haben wir keinen religiösen Druck und vermeiden so, dass irgendwer irgendwelche Boni bekommt, die wir eigentlich gerne hätten. Wir fortifizieren hier, dort was möglich ist. Wir gehen nicht in die Landesgrenzen rein, aus Respekt. Warten hier weiter. Oh. Sparringpartner gefunden. Zack. Okay, sieht gut aus. Wieso werden wir von allen denunziert? Wir haben uns verteidigt. Was ist denn das bitte für eine Doppelmoral? Als ob die anders gehandelt hätten. So weit, so gut. Okay. Das war einfach. Ja, die Stadt einzunehmen soll auch einfach werden. Können wir hier stehen bleiben? Nee, wir müssen hier rüber. Ja. Dann passt das doch. Pikenier, da müssen wir... Wieso können wir den nicht upgraden? Der wird doch ersetzt durch MP. Naja, komm auf jeden Fall mal mit. Du heilst noch weiter. Nächste Runde. Zack, zack. Bauernhöfe. Oder hier Handelsposten, so wie empfohlen. Die Impies kommen hier noch hinzu. Schwertkämpfer da, da ist gut. Du gehst schon mal hier in Position. Du bist eigentlich gesundet. Was hat er vor? Lass mal hier so ein bisschen ausschwirren, um zu gucken, was er hier militärisch vorhat. Spannend. Da müssen wir die Schlacht hier drüben kämpfen, ne? Vielleicht greift er uns auch selbst an. Sie sind ja alle gerade am Denunzieren. Gegebenenfalls sagen sie, lass uns lieber selbst angreifen. Wieso ist der Circus Max? Wir können Circus Maximus nicht weiter bauen, weil... Ja, warum denn? In allen Städten, die jetzt aus ihrer Dingens, aus dem Widerstand heraus sind. Deswegen, oder wie?
Aha, ja dann. Brauchen wir noch ein Arbeitsboot? Nee, Frachter können wir auch nicht bauen. Militär haben wir aktuell okayisch genug. Kornspeicher, Schrein. Trieren brauchen wir auch nicht. Eigentlich Heldenepos, ne? Eigentlich Heldenepos. Und du bleibst hier stehen, du auch. Wir beobachten mal, was hier so geht. Die kommen jetzt alle hier nach Tikal, oder was? Aha. Wir sind am Ende der Welt angekommen. Hier kommt man nicht rüber, da kommt man nicht durch. Ja, dann. Wir sehen, dass ein paar Lenkwerk so geht. So weit, so gut. Bauen hier noch einen Handelsposten, bauen da noch einen Handelsposten. Was wir brauchen ist... Hier ein bisschen Platz. Mach das mal. Da müssen wir auch ein paar rüberholen. Und ich glaube auch, dass der große General drüben besser aufgehoben wäre. Ihr beiden bleibt hier, um die Stadt dann einnehmen zu können. Und du bleibst sowieso hier. Gut. Dich ziehen wir zurück. Dann schauen wir, dass wir uns irgendwie so formatieren. Doch, Informationen gehen. Um dann bei der Kriegserklärung gut dazustehen. Wir bewegen uns hier noch so weit es geht, wie es geht, ohne den Malus zu bekommen. Dann haben wir zum Beispiel ihn hier in die Mangel genommen. Können dann zack, 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 zack. Ihn hier jetzt weniger. Jetzt steht er natürlich genau dort, wo wir hin wollten. Ich will jetzt aber auch nicht die Belagerungseinheit da mitten reinstellen. Aber dich... Du bleibst, wie gesagt, hier. Großen General nehmen wir mit. Dann sieht das doch okay aus. Mhm. Dann ist es jetzt soweit. Wir nehmen die beiden Karawanen an für uns. Wir können... hier, aber ihn hier kann man töten. Er soll mal hinkriegen. Wir brauchen wieder viel mehr Bogenschützen und vor allem Armbrustschützen. Nächste Runde dann. Aber ist okay, kriegen wir hin. So. Oh, Ach so, wir haben wahrscheinlich. Ja, mit Tikal haben wir unsere beiden Handelswege, ne? Das wäre natürlich auch nicht so gut. Vor allem sind wir noch bei -3 Zufriedenheit. Kolosseum in Kyoto ist soweit so klar. Ach, ungünstig. Aber, was soll man machen? Krieg erklären. -14 Gold pro Runde. Wir wären noch im Plus. Oder wir warten zumindest noch kurz, bis die Frachter dann soweit sind, ne? Dass die Frachter soweit sind, dass wir jetzt nicht mehr den Riesenmalus kriegen. Ah, wir haben sogar offene Grenzen. Mit Palenko. Wir können hier rein. Ja gut. Gut zu wissen, aber bringt uns ja jetzt auch nichts. Die Maschinen. Und freundlich gesinnt. Ist das hier freundlich gesinnt? Ne. Gut. Wissen wir das auch. Mama Fortify überall. Forschung wählen. Ritterlichkeit. Ermöglicht Verteidigungsbündnisse. Metallguss, Theologie, Philosophie, Kompass. Fischerboote +1 Gold, vergrößert die Reichweite von Seehandelswegen, ermöglicht die Einrichtung als zusätzlichen Seehandelsweg, Hafen, Galeasse. Maschinen ist klar, Druckerpresse, Physik zum Upgrade.
Unsere Katapulte kann nicht verkehrt sein. Wir können auch mit unserer Eintriere noch Richtung Tikal gehen und sie da einsetzen. Wäre auch eine Idee. Wir automatisieren unsere Bautrupps. It's that time of the year again. Und nehmen das auch noch mit. Können jetzt jede Unterstützung gebrauchen. Müssen vor allem ihn hier mal da irgendwie rausholen. Erstmal warten. Fortify, 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 Fortify. Nächste Runde. Jetzt müssen wir noch wissen, wann denn die ersten Frachter wieder verfügbar sind. So, jetzt haben wir die komplette Armee zusammen. Wenn jetzt der Frachter nicht kommt, dann gehen wir trotzdem. Dann gehen wir trotzdem. Wie sieht es denn? Hier sind sie alle. Frachter. Wissen wir gar nicht, ne? Stehst du dabei? Nee. Zurück zum Spiel, Tikal. Oh, wie weit sind wir denn in der Folge? 30 Minuten? Warum sagt mir niemand was? Danke fürs Zuschauen. Ich freue mich darauf, euch das nächste Mal begrüßen zu dürfen, wenn wir Pakal Krieg erklären. Bis dann, euer Egonson.